Wir sind umgezogen an den nächsten sehr schicken Spieltisch und es hat auf keinen Fall irgendjemand hier gekleckert. Das ist so, niemand hat das gesehen, wenn das passiert sein sollte. Wir sind jetzt beim Jan Wagner. Nicht, dass das also sein Tisch wäre, auch wenn es dich wahrscheinlich nicht stören würde. Ich nehme mit nach Hause, kein Problem. Und wir werden jetzt Castle von Logan spielen. Das ist ein ursprünglich per Kickstarter finanziertes Spiel, das mich damals sehr gereizt hat, weil die Idee dahinter ist, dass man zwischen Zeitebenen hin und her springt. Wir werden jetzt ein bisschen reinspielen, aber vor allen Dingen, wir haben jetzt das erste Mal hier wirklich eine Karte liegen und deswegen muss ich meinen Blick auf den Herrn von Dungeon Fog richten. Till, ihr seid bei Dungeon Fog die Kartenspezialisten. Wie findest du sie denn? Großartig. Das ist doch schon mal nett. Eine richtige Aussage. Ja, nee, die ist wunderschön. Also, da ist alles, was man haben will. Unterschiedliche Räume, schön Design, ein bisschen Licht, Lichteffekte. Ich bin begeistert. Ich bin jetzt schon interessiert, direkt wegen dem Bruch von dem Science-Fiction-Teil, ja, so einem alten Herrenhaus. Guck mal, da hinten hier die Karte, das ist so, cool. Das ist so, ja. Ne? Ja, und hier brennen irgendwas? Teile und ich glaube, hier dieses blaue Gewabere am Rand soll andeuten, dass es da irgendwas entweder mit Dimension oder Zeit nicht ganz stimmt. Ja. Aber wir können so weitermachen. Ihr ratet einfach, wir wie es funktioniert und was es macht und dann gucken wir, ob das stimmt. Ja? Das okay. Oder ich erkläre es euch kurz. Geht ja. wahrscheinlich. Aber das hier ist das Castle von Logan. Genau. Das ist das Castle von Logan. Das gibt es auch in mehreren Zeitebenen. Das heißt, im Rahmen des Spiels gibt es mehrere von diesen Spielbrettern. Wir sind Agenten von CarSec, der Zeitpolizei sozusagen. Und wir verfolgen den Augustus von Logan, einen wahnsinnigen Wissenschaftler, der unser super geheimes Hyper-KI-Gehirn entführt hat und damit lauter Unsinn anstellt. Und das macht er in diesem Castle. Und wir wissen, dass er den Weltuntergang auslöst, der sozusagen hier draußen schon losgeht. Und wir sind in letzter Minute eingetroffen in dieser Zeitblase, die wir für einen kurzen Moment stabilisieren können, um das zu verhindern. Okay. Das geht in der Kampagne noch ein bisschen weiter. Wir spielen hier eine Mission, in die wir schon ein bisschen angefangen haben. Das heißt, ihr seid hier in diesem Castle drin. Ihr wart schon da. Das kann man daran sehen, dass hier schon alles brennt. Das übliche Rollenspiel-Effekt von, wann brennt alles. Warte, du gehst einfach davon aus, dass wir Dinge angezündet haben mit diesem imaginären Spielteil. Ich gehe davon aus, dass ihr im Rahmen eurer Aktivitäten bereits in eine Katastrophe rausgelaufen seid, denn das ist natürlich gespickt mit Fallen und Monstern und sonst irgendeinem Zeug, dieses Castle. Denn dieser wahnsinnige Wissenschaftler glaubt, er ist also eine Art mittelalterlicher Herrscher, zumindest in diesem Teil. In der Zukunft glaubt er, er ist eine Art zukünftiger Herrscher und lässt also lauter Schergen auf euch los oder hat eben Fallen gebaut und die haben dazu geführt, dass hier alles kaputt gegangen ist. Bei dem Spiel gibt es nur eine Gruppe, das heißt, es gibt auch nur einen Counter, der das macht. Das ist immer hier der Gruppencounter, der sagt, wo man ist. Entscheiden, wo man hingeht, kann man gemeinsam drüber reden, aber letztendlich entscheiden tut es die Spielerin oder der Spieler mit der Krone. Ich habe die Krone. Genau, yeah. Und die geht jede Runde rum. Das heißt, wenn man jetzt anfängt, andere Leute zu ärgern, dann hat man das nächste Mal auch Schwierigkeiten. Weil wir alle im Uhrzeigersinn? Die geht im Uhrzeigersinn, Können wir sie ja gleich mal ausprobieren, wie sie Stefan steht. Ja. Sieht gut aus. Weil wir zusammen sind, haben wir auch nur eine Health-Leiste, also nur eine Gesundheitsleiste und eine Clarity oder auch geistige Gesundheitsleiste. Mhm. Die ist schon ein bisschen angegriffen. Das heißt, alles, was getan wird, immer wenn Schaden ausgelöst wird oder wenn Wahnsinn erzeugt wird, geht auf die ganze Gruppe. Ihr habt alle Charaktere vor euch liegen. Ich zeige mal so einen kurz hier etwas näher her. Das ist Kara. Die haben jeweils einen Energietrack. Das ist das hier. Und dieser Energietrack wird benutzt. Das sind diese lustigen Symbole hier, um Spezialfähigkeiten zu aktivieren. Denn ihr seid natürlich alle mit lauter tollen Zeitrüstungen ausgestattet und könnt damit irgendwelches abgefahrene Zeug machen. Die Bedingung ist immer, dass der geistige Gesundheitszustand der Gesamtgruppe mindestens das beträgt, weil sonst klappt das mit dem Machen nicht so gut. Und hier vorne seht ihr immer die Energiekosten. Also hier, hier sind die Energiekosten, da ist der Minimum Gesundheitszustand, den man haben muss. Eure Leute haben alle unterschiedliche Fähigkeiten. Meistens ist es sowas wie, wir können es mal durchgehen, also du kannst eine Suchaktion zweimal machen oder du kannst deinen Hund, das ist Isa, schicken, um einen Stun auf ein gegnerisches Monster zu legen, wenn dann ein Monster kommt. Ja. Sehen wir gleich mal im Kampf, wie das geht. Ich habe einen Hund. Können wir den Hund zeigen? Der sieht super aus. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den Charakter mit dem flauschigen Hund bekommen. Ich merke mir, wo meine Energie war. Ja. Halten wir den nochmal. Das finde ich sehr nett von dir, dass du mir den Charakter mit dem extrem flauschigen Hund gegeben hast. Ich wusste, dass du den mögen würdest. Ja.
Ich weiß ja, dass du gerne mit kleinen Tieren in der Runde spielst, deswegen dachte ich, kann ich mich revanchieren für die Spinne. Für die Leute, die bei Orgenspalter TV nicht regelmäßig gucken, Jan ist Teil mehrerer unserer Rollenspielgruppen und es ist ein Running Gag, dass wir sehr niedliche und abgefahrene Begleittiere haben. Genau. Sein Charakter hat eine Spinne, ich aber sie ist Spinne. Süß. Eine tolle Spinne. Ja. Gut, wenn wir zum Kampf kommen, kommen wir gleich dazu, wie das geht. Das Gute an dem Spiel ist, es gibt faktisch keine Downtime. Das heißt, wir werden gleich durch die Gegend gemeinsam laufen, dann werden gemeinsame Entscheidungen getroffen. Wenn der Kampf kommt, ziehen wir alle gleichzeitig sozusagen. Mhm. Das geht über ein Kartenspiel. Ich demonstriere nur mal ganz kurz abstrakt, wie der Kampf geht. Denn man zieht einfach eine Menge von Karten entsprechend der Menge von Power, die man hier unten auf seinen Waffen stehen hat. Also diese roten Fäuste sind die Kraft, die man hat bei so einer Waffe. Und die Anzahl von roten Fäusten, die man hat, gleicht der Anzahl von Karten. Die zieht man dann fix. Und das ist so, wie der Kampf abläuft. Das ist also nicht mein Kampfdeck im Sinne von meine Angriffe, sondern es ist eine Darstellung, wie mein Kampf abgelaufen ist. Und jetzt kann ich aber in der Zeit springen, weil ich habe diesen tollen Zeitanzug, und kann sagen, das finde ich blöd, weil diese Karte zum Beispiel, sagen wir es mal so, diese Karte negiert eine Attacke zu ihrer Rechten. Das ist eine Attacke. Die grauen Sachen sind immer die Sachen, die der Gegner macht. Orange oder in deinem Fall blaue und so weiter. Also die Farbe des Charakters sind immer die eigenen. Das heißt, das hier würde das hier negieren. Das finde ich doof. Also springe ich zurück in der Zeit. Und weiß ja, dass der Block schon kommt und macht das einfach so. Ah. Und dafür zahle ich so viel Energie, wie hier jeweils an Zeitsymbolen steht. Das heißt, manche Karten sind teurer zu überspringen, andere kosten nichts zu überspringen. Und damit kann ich mein Deck neu ordnen. Und wenn ich damit zufrieden bin, alle meine Energie dafür ausgegeben habe, dann sage ich, okay, das ist jetzt der Kampf. So ist er abgelaufen. Das heißt, selbst der Kampf ist eine kleine Zeitreise. Und man kann auf die Art und Weise manipulieren. Wir kommen dann zu den Symbolen auf den Karten. Meistens gibt es Kombinationen mit den Leuten rechts oder links von einem oder eben gegen bestimmte Monster oder für bestimmte Monster. Die Aufgabe hier ist es jetzt, Prinzessin Scala zu finden, die, von der wir wissen, dass sie hier im Thronsaal lauert. Müssen wir die Prinzessin retten oder ist die Prinzessin böse? Die ist böse. Okay, das finde ich gut. Wir sind immer erstmal Gegner. Alle Prinzessinnen sind böse, grundsätzlich. Einfach, einfach weil hier alles anders ist. Okay, gut. In diesen grünen Räumen ist jeweils eine Begegnung. Im finalen Spiel werden die ein bisschen kleiner sein, damit man die Räume darunter sieht. Wir haben das jetzt hier vom Druck her etwas ungeschickt gemacht, aber das ist auch ein Prototyp. Das heißt, wir können im Prinzip überall da, wo Türen sind, können wir beliebig langlaufen. Es gibt jetzt keine Bewegungspunkte oder irgendwas. Man kann also jede Verbindung, die möglich ist, wählen, bis man halt irgendwo hinkommt, wo eine Begegnung stattfindet. Da wollen wir ultimativ hin. Man kann auch rausgehen natürlich und zum Beispiel hier wieder reingehen in die Tür. Das heißt, die erste spannende Frage als Königin unserer Runde an dich, Mairi, wo möchten wir hingehen? Wir sind ja ein eingespieltes Team als Zeitagenten. Vollprofis. Deswegen, wir schauen kurz in die Runde. Schnellster Weg oder wollen wir schauen, was hier vielleicht noch ist, bevor es abbrennt? Auch das nochmal kurz. Das ist leichter, das ist etwas schwerer wahrscheinlich als den Counter. Grundsätzlich von grün zu rot wird es immer komplexer. Also, gefährlich, aber auch lohnend. Das heißt, wenn wir durch den Garten gehen, sparen wir uns das Schwere da komplett. Das ist ein hervorragender Vorschlag. Wie heißt dein Charakter? Spectre. Ich bin so ein Mönch mit der Peitsche hier, glaube ich. Oh, du bist der Robotermönch mit der Peitsche. Ja, ne? Das ist so mein sehr Ding. Cool. So, wir können ja kurz nochmal vielleicht alle gerade. Also wir haben hier Wagata. Das ist eine Kriegerin aus der Zukunft, deren Spezialität vor allen Dingen das Zerhacken von anderen Leuten ist. Das ist gut Spezialität. Wir haben Spectre, der als Roboter Sachen manipulieren kann, denn er kann sich natürlich mit dieser ganzen Technologie hier besser verbinden. So, das heißt, ich bin der einzige Roboter hier. Du bist der einzige echte Roboter. Ah. Ja. Dann haben wir schon gezeigt, Sarah und Kara. Sarah und flauschige Hündin Aisa haben wir schon gesehen. So, und dann gibt es hier noch Kara, das ist so eine Standardkriegerin, mehr oder minder die klassische Polizistin, die andere gut schützen kann. So, also, das heißt... Das wurde gar nicht auf die kleine Kamera umgeschaltet, aber... Ah, na gut, wir haben also hier immer was davor gehalten. Character Artwork ist trotzdem cool. Genau, Character Artwork ist da, ihr könnt es uns glauben. Gut. Ja, also ich finde trotzdem, wir sollten auf jeden Fall mal zum Aufwärmen da in den grünen Raum gehen. Okay. Dann machen wir die grüne Begegnung und gehen durch den Garten, wie Spectre vorgeschlagen hat. Das ist also... Ich habe ja nur das Sagen, nehme ich an, bis zur nächsten Begegnung. So sieht's aus. Dann, aber da Stefans Vorschlag, dass ihr auch war, durch den Garten zu gehen, werden wir wahrscheinlich durch den Garten gehen. Dann, wir schleichen uns in... Den kleinen Innenhof hier und dann betreten wir Raum Nummer 16. Genau. Hier kommt ein Encounter. Was hier drunter ist, wissen wir noch gar nicht. Da können wir uns dann genau suchen. Aber als erstes kommt ein Encounter. Dann sind immer diese, sieht man jetzt nicht, Kärtchen hier. So große Karten mit Geschichten drauf. Und das funktioniert folgendermaßen. Ihr habt hier 4 Entscheidungskarten, die von A bis D durch sind. Ich lese jetzt gleich den Encounter vor. Dann gibt es 4 Optionen. Jeder von euch kann sich still und schweigend für eine entscheiden.
Genau, das sind deine Arme. Mhm. Also du musst sie umdrehen. Das heißt, es wird sich inkognito entschieden. Jeder legt seine Entscheidung hin und dann wird gemeinsam umgedreht und dann wird eben so auf die Entscheidung getroffen, wie man möchte. Mhm. Und folgendes, der Eiskönig, ich werde es jetzt im Flug übersetzen, weil es auf Englisch, insofern, wenn ich stammle, bitte das entschuldigen. Der Eiskönig, eine eisige Kälte umfasst euch, als ihr den Raum betretet. Offenbar war das hier früher mal ein großartiger Thronraum, der in dicken Teppich gepackt war, der jetzt von einer noch dickeren Eisschicht überzogen ist. Und alles um euch herum ist in tiefen Frost verfallen, euer eigener Atem steigt frostig auf. In der Mitte des Raumes steht ein groß anzusehender, imposanter Thron, der wie eine eiserne Klaue in Richtung des Himmels zeigt. Ein alter Mann in einer königlichen Tracht, die halb von Eis überzogen ist, sitzt auf dem Thron und wird von 7 sehr beeindruckend aussehenden Hunden umringt. Das ist dein Ding. Wer seid ihr? Spricht er. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, was ihr tut. Entweder A, ihr versucht ihm den Respekt zu erweisen und ihn danach zu fragen, wo ihr als nächstes hin müsst. Oder B, ihr ignoriert diesen idiotischen alten Mann und versucht einfach an ihm vorbeizulaufen. Oder C, sicherheitshalber einfach mal die Hunde angreifen. Oder D, am besten gleich den Eiskönig selber angreifen. A, Respekt zeigen. B, ignorieren. C, Hunde angreifen. D, der Eiskönig. Also wenn jemand von euch Hunde angreifen gewählt hat. Asimovsche Robotergesetze. Ich kann ihn. Asimovsche Robotergesetze. Gelten nicht für Hunde. So, alle hier hin. Mhm. Oh, und noch dann nicht umdrehen? Jetzt umgedreht. So, zweimal A, einmal B, einmal D. Jetzt wird das so oft A gemacht, wie A gewählt wurde, so oft B und so weiter. Also, bei A. Ihr kniet euch vor den König hin und er scheint das sehr unterhaltsam zu finden. Und während er noch ausnutzt, dass ihr gerade unfähig seid, euch richtig zu verteidigen und schnell zu reagieren, jagt er seine Hunde auf euch. Ihr verliert 4 Leben, oder wir alle verlieren 4 Leben für jeden Agenten, der... verlieren 4 Leben. Für jeden Agenten, der C genommen hat, keiner von uns, würden wir einen weniger verlieren. Und wir durften die Hunde ja nicht angreifen. Das heißt, wir verlieren 2x 4 Leben, weil 1, 2 Leute es gewollt haben. 1, 2, 3, 4. Das hat ja schon mal super geklappt. Das ist aber nicht so gut. B. Tod durch Hund. Ja. Es gelingt dir, am König und seinen Hunden vorbeizuschleichen und es gibt eine große Menge von Energiesphären, die in der Ecke hinter dem Thron liegen. Nimm 3 Energie, das trifft in dem Fall mich, 1, 2, 3, weil Energie ist privat. Du hast doch gemogelt, du weißt doch, was passiert. Nein, tatsächlich wusste ich das nicht. Aber nett sein zahlt sich nicht aus, Lektion. Erste Lektion. This is not your mother's D&D. Ja? Du hast noch nie mit Mutter gespielt. Das stimmt natürlich, wer weiß. Bei meiner Mutter würde ich mich da auch eher fürchten vor. Egal. Ja. Genau. Oh ja. Wenn jetzt niemand von euch A oder C oder D gewählt hätte, hätten mich die Hunde angegriffen, um das zu schützen. Mhm. Aber dankenswerterweise habt ihr die ja sozusagen von mir abgehalten. Und einmal D. Deine Waffe schneidet durch den König durch und es macht ihm überhaupt nichts aus. Verflucht. Denn er ist einfach nur ein Hologramm. Nichts passiert. So, das war also das erste Ergebnis. Das haben wir ja super gemacht. Das hat super geklappt schon. Aber am Ende von so einer Geschichte werden immer ein paar Monster wahrscheinlich kommen. Und in diesem Fall ist es so, das von dir gerade durchschnittene Bild des Königs flackert und beginnt auszufaden. Und man merkt, dass das ganze Thema hier nur eine einzige Illusion war. Allerdings wird die Temperatur immer kälter und es fangen Monster durch die Tür an, auf euch zuzurennen. Und wir müssen ein paar Monster ziehen. Da es ein grünes Ereignis ist, werden grüne Monster gezogen. 1 und 2. So, diese beiden Monster, die kann man jetzt auch wieder ein bisschen hochhalten. Da sieht man wahrscheinlich auch nicht so wahnsinnig viel. Wir haben einen Kurator und wir haben eine verlorene Kammerzofe. Genau, eine verlorene Kammerzofe. Grundsätzlich ist es so, das sind ihre Hitpoints. Mhm. Das heißt, ich ziehe mal noch eine, kann das dann immer hier nochmal zeigen. Also das sind die Hitpoints an dem Ding. Zeig ein bisschen länger, damit sie eine Chance haben, damit umzuschalten. Das sind die Hitpoints, bitte auf die kleine Kamera schalten. Dann haben die oben noch eine Zeile, die bedeutet, ob sie mit bestimmten Sachen leichter zu besiegen sind. Das heißt, hier sieht man immer an dem Schild, das ist jemand, der besonders schwach gegen Melee ist. Das heißt, wenn man eine Waffe hat,
die eine Melee-Waffe ist, die hast du zum Beispiel nicht, aber die hat so ein Schwertsymbol, du hast zwei davon, genau, dann machst du automatisch einen Schaden mehr gegen diesen freundlichen Menschen. Nett. Mit jedem Schaden, mit jeder Runde, die du kämpfst. Mhm. In dem Fall, der wird auch eine Truhe fallen lassen und der kann einem Energie zurückbringen, wenn er stirbt. So, es ist immer so, am Anfang sind wir alle gleichzeitig dran. Wir suchen uns den Gegner aus, auf den wir gehen wollen. Dann werden die Kämpfe abgemacht und wenn nach dem Kampf ein Gegner noch lebt, dann wird diese Aktivität hier ausgelöst. Also zum Beispiel beim Kurator ist das, verliert zwei Energie und jede zweite Runde beschwöre ein weiteres grünes Monster. Den zuerst. Genau, Give the Mage. Hier ist es, verliere eine Energie, wenn die Clarity der Agenten nicht komplett voll ist. Das heißt, wären wir bei vollgeistiger Gesundheit, würden wir die mehr oder minder ignorieren. Da wir schon etwas angegriffen sind, macht die uns was aus. Wenn jemand von euch hat, aber wahrscheinlich niemand die Möglichkeit hat, uns Clarity zu reparieren durch eine Aktion. Nee, wahrscheinlich nicht. Clarity ist dieses... Doch, ich kann... Ich habe einen Gegenstand. Ich habe eine mysteriöse blaue Spritze, mit der wir Gesundheit verlieren, aber dafür Clarity gewinnen. Das heißt, was wir natürlich machen könnten, solange wir keine Clarity verlieren, ist, wir könnten uns praktisch diese Angriffe vom Hals halten, wenn wir wollten. Gehen natürlich dafür ein gewisses Gesundheitsrisiko ein. Okay. Es wurde auch gerade nochmal gefragt, das Spiel, ob es das Spiel auf Deutsch gibt und ob es noch nicht fertig ist. Ja, das ist ein Prototyp. Ja. Das ist alles, vor allen Dingen die Tokens können sich noch verändern. Die Tokens, also manche davon werden ganz ersetzt. Die Damage-Tokens zum Beispiel, die jetzt gleich benutzen werden, gibt es überhaupt nicht mehr. Die werden durch kleine Diamanten ersetzt, Plastikzeug. Das ist momentan nur auf Englisch. Wir gucken, ob wir eine deutsche Übersetzung machen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie wir mit dem Publishern weiterkommen, mit dem wir gerade reden. Sonst ist das erstmal auf Englisch. Okay. Gut. Also, jeder sucht sich aus. Ihr habt hier so ein kleines Porträt von euch. Ihr könnt also sagen, wen ihr zuerst angreifen wollt. Das können wir auch koordiniert machen. Den Burschen da. Genau, der hat 5 Leben. Das schafft ihr, sage ich mal. Das heißt, ich kümmere mich um sie. Der da. Und dann gucken wir, was geht. So. Wir zwei gegen die Verlorene. Wir zwei gegen die Verlorene Maid. Maid. Jetzt zieht ihr also eine Anzahl von Karten entsprechend der Anzahl von roten Händen, die ihr habt. In der, ja, also 3 in dem nur Fall. Nur kurz gefragt, wenn ich 2 Waffen vor mir habe, ziehst du 3. Genau, du fängst mit beiden an. Ich führe sie beide Händen. Ja, okay, ihr habt diese coolen Rüstungen, die können alles Mögliche. So. Ach nee, ich musste ja... Die musst du in der Reihenfolge auflegen, in der du sie ziehst, sozusagen. Ist auch jetzt nicht so wild. Für hier macht uns das nicht so viel aus. Uiuiui. Das ist höchst unerfreulich. So. Ich habe Combat Knuckles. Ja. Ich würde mit den Throwing Knives starten und dann Combat Knuckles. Eh beide. Also du ziehst 3 Karten einfach. Okay, 3 Karten. Ja, von deinem Stapel hier und legst die aus in der Reihenfolge, in der sie gekommen sind. Mein Hund greift an. Dann blockt jemand. So, jetzt gibt es grundsätzlich, wie gesagt, die grauen Karten sind die Aktionen, die der Gegner tut. Und die gefärbten Karten sind die ihr macht. Bei manchen, der Block ist zum Beispiel eine Karte, ich halte jetzt welche, das in die kleine Kamera, vielleicht könnt ihr das kurz umschalten. Der Block ist eine Karte, da steht ganz einfach drauf, negiert einen Angriff zur Rechten. Attack, also Angriffe, sind immer das, was ihr macht. Strikes sind immer das, was der Gegner macht. Wenn also irgendwo steht, braucht es uns viel Strikes oder so, dann ist der Gegner. Bei deiner Karte würde das bedeuten, machst 2 Schaden, also dieses kleine Sternsymbol ist immer 2 Schaden, bekommst 2 Energie. Ja, und wenn beide Agenten in Reichweite... Reach, genau, in Reichweite bedeutet immer links und rechts von dir. Okay. Ja. Und wir kämpfen ja sogar gegen denselben Gegner. Genau, also immer beide Agenten rechts von dir. Im gleichen Timing, die auch eine Angriffskarte haben. Timing ist immer, in welcher Reihenfolge wir sind. Das heißt, wenn wir beide vorne auch, wenn das vorne stehen bleiben würde, haben, dann machst du nochmal 4 mehr Schaden. Okay. Ich habe vorne Parry Attack, würde also funktionieren. Genau, und bei dir heißt es, also wenn links oder rechts von dir ein Strike ist, dann machst du 2 Schaden. Das ist der Fall. Das heißt, und der wird sogar negiert, wenn beide Nebenkarten Attacks sind. Also umso besser. Das heißt, du kannst den im Prinzip gleich negieren. Das heißt, du drehst ihn einfach rum und sagst, okay, den ignoriere ich, wunderbar. Da hier ein Strike liegt, funktioniert dein Parry ganz wunderbar und die macht einfach sowas. Allerdings wäre sie vorne, stimmt das hier? First Card, ja. Dann würde sie noch eine Attacke mehr machen. Angenommen, ich würde die jetzt verschieben. Ja, verschiebe ich dann so, genau, oder tausche du springst, ich? Es geht so, dass du über die Karten drüber springst. Das heißt, wir legen die so hin, damit wir wissen, dass sie negiert ist. Ja. Du springst drüber. Das kostet mich eine Energie. Ich mache das einfach mal jetzt. Genau.
dann kostet dich das zwei Energie, da drüber zu springen und eine Energie, Draht drüber zu springen. Über die Karten, die du springst jeweils. Scheiße auf hier. Wir sind eh tot. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wir machen nicht lange, wir können jetzt alles raushauen. Ja. So, jetzt müsstest du theoretisch die eigentlich auch noch wieder in die Mitte tun, weil es uns nicht mehr negiert. Weil die brauchst. Aber hier, der negated one adjacent strike. Achso, dann ist egal. Gut, dann kannst du es genauso lassen. Dann wunderbar, dann hast du es gemacht. Dann passt das. Dann reicht mir. Genau, du bist. So, ich hab zwei. Ich nehme an, das sind Counter vom Kurator. Genau. Ja. Das eine ist ein Disarming Strike. You cannot apply the weakness bonus. Mhm. Ja, okay. Und dann sagt er, der negiert den adjacent attack on the right. Das wäre ja dann der hier. Genau. Das will ich auf keinen Fall. Das heißt, ich möchte das auf jeden Fall mal. Du willst da drüber springen. Da drüber springen. Das wäre jetzt dann eine Energie. Ganz genau. Swip. Okay. So, und was steht da? Adjacent. Okay, ganz. Ja. Gut, wunderbar. So, was hast du Schönes? Ich habe zwei Schaden. Dann hätte ich den Block, der das hier negiert. Mhm. Also hüpfe ich den Block einfach einen nach drüben, zahle eine Energie. Habt ihr vorhin eine kleine Ladung bekommen und mir geht's gut. Selbe Situation bei mir, ein Energie bezahlt. Und jetzt wird's abgehandelt. Genau, so jetzt sind wir alle zufrieden. Wir fangen bei der Königin an. Die Königin. Die Königin macht und schickt ihren Hund los. Der Hund springt, macht zwei Schaden und ich erhalte zwei Energie. Genau, das ist super, so einen Hund zu haben. Die zwei Schaden sind einfach zwei Schadensmarke, die legst du auf die Karte drauf. Dann wissen wir, das sind zwei drauf. Sechs hat sie insgesamt, das heißt, sie braucht noch vier. So, und dann steht da drunter noch, wenn beide Agenten in Reichweite, rechts und links, mir an derselben Timing eine Attacke auslegen haben, was gilt, werden es vier Schaden. Genau. Das heißt, ich lege noch zwei hinterher. Nochmal vier. Nee, dann wird's nochmal vier. Ja. Ah, das ist gut. Damit hast du gleich sechs gemacht und dein Hund hat die Maid hingerissen. Ja. Das ging schnell. Können wir denn jetzt überhaupt den Rest von dem, was wir machen, noch irgendwie nutzen? Oder stehen wir jetzt rum? Der ist jetzt tatsächlich egal momentan, weil wir haben uns ja diesen Gegner als Kampf aussucht. Nur weil wir jetzt gegen den sozusagen schneller springen konnten, gibt es erst auch kein Overflow-Damage in dem Sinne. Okay, gut. Ja, das heißt, ich nehme jetzt meine restlichen Waffen, mache meine Fingernägel sauber und schaue mir an, und was ihr an, was die anderen da gemacht haben. Wenn die auch wie irre in der Zeit rumgesprungen sind, deswegen, weil das alles parallel läuft, hat man halt nicht so viele Möglichkeiten, dann noch was anderes zu machen. Okay. Dann handeln wir es bei dir ab. So, ich habe hier zwei Schaden durch den Preemptive Attack, den ich jetzt vorgezogen habe. Jawohl. So, und hier heißt es jetzt, if... Ja, wenn links oder rechts ein Strike liegt, das ist der Fall, dann machst du zwei Schaden. Auch nochmal zwei Schaden durch den Parry Attack. Genau, das sind vier. Ja, sehr schön. So, um das zu aktivieren, musst du allerdings zwei Energie ausgeben. Ja, die habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Hast du schon... Doch, nee. Du hast genau zwei. Eins, zwei. Also, jetzt habe ich noch... Okay. Ja. Mhm. Gut. Okay. Okay. Damit hat er auch schon vier Schaden, brauchst du nur noch einen. Jetzt hängt alles an dir. Ich habe, wie gesagt, Also erstmal verlieren wir... Ich verliere... Nee, wir verlieren alle. Wir alle verlieren ein Leben. Ein Leben. Oje, oje. Und ich teile zwei Schaden aus. Ja. Möchte keine Energie ausgeben hier sonst. Reicht Zack, zack. Und damit haben wir sie erwischt. Genau, damit haben wir beide in einer Runde ganz elegant niedergemetzelt. So, was wäre denn, wenn man jemanden, den Gegner schon bei Schritt 2 umnietet und bei Schritt 3 würde er noch Schaden machen? Das gilt so lange, weil der Schaden erst am Ende sozusagen, eigentlich würde der hier gesammelt und komplett applied werden am Ende. Das heißt, die wird zu Ende gemacht. Ist immer im Block alles. Genau. Okay, das ging fix. War natürlich jetzt auch nur ein Probekampf. Normalerweise sind nur drei Monster beschworen, aber wir wollen hier ein bisschen vorankommen. Es gibt noch eine grüne Treasure und die kriegt die Person, die Maiden umgebracht hat. Ich habe eine Peitsche bekommen. Und alle kriegen eine Energie. Weil die Monster immer, wenn sie sich auflösen oder kaputt gehen, ein bisschen Energie hinterlassen. Zeitenergie freisetzen. Ja. Sehr praktisch. Und wir haben die blaue Spritze überhaupt nicht gebraucht. Die haben wir gar nicht gebraucht bisher. Ja. Ich würde sagen, wir gucken jetzt noch. Also ich reiche mal die Krone weiter an den Stefan. Aha. Bitte schön. Ich bin der König. Jetzt hast du die Kontrolle und fast keine Energie mehr. König Alexa. Ich bin ziemlich robotermäßig runtergerockt hier. Ja. So, jetzt geht es relativ einfach, weil wir können jetzt kommt die Ausruh- oder Suchphase. Wir können also jetzt entweder suchen, dann wird hier das umgedeckt. Da gibt es mehrere Optionen, was drin sein kann. Je mehr Leute suchen, umso mehr von den Optionen werden abgehandelt. Oder wir können uns ausruhen. Dann regenerieren wir zwei Gesundheit pro Ausruhe. Oder wir könnten suchen, dann würden wir einen Agenten hier hinschicken, der würde da drunter lunzen und schauen, was es da zu finden gibt für die Zukunft. Gibt es Chance, Energie zu regenerieren auch? Von alleine erstmal nicht. Okay. Du kannst allerdings Gegenstände verbrennen, die Energie erzeugen. Also zum Beispiel da oben rechts steht bei dir eine 2, glaube ich. Ja. Du kannst sagen, ich nutze den Gegenstand, sauge die Energie aus ihm raus, schmeiß ihn weg und nehme die Energie. Kann ich noch was muss ich zahlen, um ihn zu benutzen? Du musst ihn kaputt machen, um ihn zu benutzen. Dann würde ich ihn einfach kaputt machen, dann haben wir zwei. Heiltrank ausschütten mal in die Runde. Genau. Dann kriegen wir automatisch schon mal zwei zurück. Können wir gebrauchen.
Können wir Gegenstände untereinander tauschen? Ja. Kann ich was weitergeben? Jetzt in der Ruhephase jederzeit. Du hast Energie und ich habe jede Menge Energie. Und wenn du die kaputt machst, kriegst du 4 Energie zurück. Und das kannst du auch gleich tun. Ich zerschredde das Ding, zack, sobald da ich in die Pfoten kriege. Ein Item nach dem anderen zerschreddert, als ob es nichts wäre. Ja, schön. Ja, danke. Schönes Geschenk. Hier, guck mal, ich habe was für... Gut, jetzt sehen wir auch schon wieder viel besser. So, jetzt kann jeder von uns sich ausruhen, suchen oder spionieren. Ich denke mal, ausruhen, suchen sind gerade die Sachen, die wir such, machen wollen. Such, Aisha, such. Also. Gut, ich werde einmal ausruhen machen. Ah, das kann jeder für sich machen. Kann jeder für sich entscheiden. Ausruhen bedeutet, die ganze Gruppe kriegt 2 zurück, aber okay. Jeder hat eine Aktion sozusagen zum Ausruhen. Wir sollten relativ schnell auch zum Schluss kommen. Ja, wir kommen jetzt zum Schluss, deswegen. Genau, weil ich hätte gesagt, wir schließen das noch ab und gucken, ja, sozusagen, ist die Prinzessin da oder ist sie in einem anderen Kasten von Logan? So, wer möchte suchen? Ich möchte suchen. Noch jemand? Ich suche mit. Suchen. Ja, ich suche mit. Alle 3 suchen. So, 3 Sucher. Okay, das wäre jetzt ein hässliches Suchen. Im Normalfall gibt es jetzt im Uhrzeigersinn hier rum. Ich zeige das auch nochmal kurz in die kleine Kamera. Die Regie schaltet um. Das bedeutet, hier ist ein Monster gekommen. Das bedeutet, hier ist nichts und hier ist noch ein Monster gekommen. Das heißt, im Regelfall würden wir jetzt 2 Monster beschwören, machen wir nicht. Ist blöde, weil wir wollen ja ein bisschen hier weiterkommen. Sagen wir also, es hätte sich stattdessen für jedes Monster um eine weitere Treasure gehandelt. Das ist der Maulwurf. Da gibt es das kleine Maulwurf. Oh, das ist tatsächlich der kleine Maulwurf. Das ist tatsächlich der kleine Maulwurf. Also natürlich überhaupt nicht. Es ist eine völlig fiktive Figur. Ja, natürlich, genau. Ja. Die keinerlei Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Animationstieren aus tschechischen Filmen. Genau. Die kann man kaputt machen, um zu Beginn eines Ereignisses, also einer solchen Karte, die gezogen wird, 5 Clarity, glaube ich, zurückzukriegen und 5 Energie. Ja, es ist sehr gut für die geistige Gesundheit, das zu lesen. Der kleine Maulwurf macht einen froh und glücklich. Oh. Und hier gibt es noch eine Armbrust, wenn jemand möchte. Du kannst noch eine zweite, Anni, du hast eine zweite gemacht, du kannst keine mehr nehmen. Hier. Das kann die niemand mehr nehmen. Ich habe schon 2. Dann nimm die doch an. Dann kann man die nehmen und Energie damit verbrennen. Dann schredder die doch mal. Würde ich die auch, wer sieht denn, ich glaube, du bist immer noch am meisten dran. Dann schredder ich deine schöne Armbrust. Nimmst sie und als nächstes, du bist so ein Roboter-Zermalmer. Ich bin so ein Müllschlucker. Ich wollte gerade sagen, ja. Ursprünglich war ja mal eins von diesen Dingern in den amerikanischen Spülen und dann wurde er immer weiter aufgerüstet. Genau. Gut. So, das heißt, du bist die Königin oder der König und darfst wir gehen jetzt da jetzt rein. Genau. So, da gehen wir jetzt und rein. Und machen das klar. Dün, dün, dün. Genau, das ist so der Thronraum. Hier gibt es das Story Deck. Das ist nochmal ein eigenes Deck, weil wir haben noch zu wenig Karten im Spiel gehabt vorher. Wenn man, also man removed das Cover, wenn man den Thronraum betritt und jetzt, wenn du möchtest du das hier live mal vortragen? Auf jeden Fall. Also, wir öffnen eine große blaue Tür und die Agenten betreten, was aussieht wie ein Spielzimmer. Im Mittelpunkt des Raumes sitzt Prinzessin Scala, die von einem Dutzend Marionetten oder Puppen umgeben ist, die in ihrem Ebenbild geschaffen wurden. Außerdem 2 schwebende Sphären oder Kugeln. Scala hebt ihre Hand und schaut die Agenten an und alle Puppen heben ihre Köpfe gemeinsam mit ihr. Als sie spricht, imitieren die Puppen jede ihrer Bewegungen. Ich bin neugierig. Warum seid ihr alle hier und warum seht ihr so lustig aus? Eure Kleidung ist sonderbar vertraut, aber doch seltsam. Aber naja, wen kümmert das eigentlich? Sprechen wir über was anderes. Mögt ihr meine Puppen? Möchtet ihr mit uns spielen? Nein. A. Wir greifen nach einer der Puppen und versuchen, ihre Hände zu halten. B. Wir lächeln, lassen die Waffen fallen und gehen langsam auf sie zu. C. Wir halten uns zurück und beobachten den Raum und hoffen dabei, etwas Nützliches zu entdecken. Oder D. Wir bemerken, dass eine der Puppen etwas sonderbar Leuchtendes in der Hand hält und versuchen, es zu nehmen. Gut, alle Entscheidungen sind getroffen. 3-mal C, 1-mal D. Das heißt, ich fange bei C an jetzt? Fängst bei C an. Wir halten uns von dem Squad zurück, also wenn 30 vom Squad zurückhalten, na gut, und schauen uns vorsichtig um. Wir sehen, dass alle Puppen sich genauso bewegen wie Scala. Und jetzt ist hier so ein blaues Power-Up-Schwert. Genau, das bedeutet, wir haben den Vorteil im Kampf, wenn es jetzt dazu kommt, und könnten 4 Karten ziehen zum Beispiel statt 3 und eine davon wieder zurücktun, weil die uns nicht passen. Ah, okay. Und du
ignorierst die anderen und gehst auf die Puppe zu, die etwas hält, mhm, und es ist ein Schatz. Na, sowas. Und zwar ein roter. Ein roter Schatz. Wow. Oh, dann gucken wir noch, was der Schatz ist. Deacon's Hologlove. Ich habe ein Power Glove quasi. Ja, also der Puppe weggenommen. Genau. So, und jetzt würde normalerweise das Ende vorgelesen werden. Das heißt, genau, das machen wir kurz mit dem Kanzler. Okay. Skanas Gesicht ändert sich sofort und ein wildes, pulsierendes Licht geht von ihrem Körper aus. Ihr Hut verwandelt sich in eine Waffe und sie greift damit an. Ihr Hut. Okay. Prinzess Skala von Logan und 3 Skala Sentinel Orbs kommen dazu. Mhm. Cards in summon 2 grüne. Monster. 2 grüne Monster noch dazu. Genau, also was jetzt eigentlich passieren würde, das ist sozusagen ein Bosskampf, den spielen wir jetzt nicht. Hier kommt Skala, die hat tatsächlich diesen Hut auf, man kann kurz auf der Kleinkamera mal zeigen vielleicht, wie die so aussieht. Die hat ihre Sentinel Orbs, das ist das Zeug, was in dem Hut hängt, hier kann man es sehen, das sind so kleine Dinge an dem Hut dran. Die werden losgeworfen, sie holt noch 2 grüne Monster dazu und jetzt hätten wir einen Bosskampf, wo man sieht, das wird tendenziell schon so ein bisschen schwieriger. Und wenn die Orbs zu lange überleben, fangen sie an, neue Orbs zu sammeln und werden immer mehr davon. Beziehungsweise sie holt neue Orbs dazu. Und das müssten wir jetzt so besiegen. Dann ging es weiter. Wir würden rausfinden, dass sie gehirngewaschen ist von dem bösen Wissenschaftler, der da entkommen ist. Und die würde uns jetzt den Tipp geben, wo wir ihn in der Zeitebene finden. Dann würden wir die Karte hier nehmen, austauschen und in der neuen Mission, nicht auf dieser Karte. Andere Karte. Aber ich habe kurz gesehen, das sah sehr, sehr viel mehr nach Science Fiction aus. Genau, auf dieser Karte unterwegs sein, die nach der Apokalypse spielt und wo hier alles schon so ein bisschen kaputt ist zum Teil. Oh, und im Thronraum geht es nicht mehr so gut. Nee, das ist alles was ist hier passiert? Na, das war im See drin. Das haben wir nur vorher nicht gesehen. Genau. Guck mal. Immerhin, unser Fahrzeug ist noch da. Ist das genau, damit springen wir mal rein. Das wäre jetzt sozusagen die nächste Mission in der Kampagne. Wir würden hier wieder reinspringen, hätten jetzt dieses Feld vor uns und müssten uns eben dort wieder den neuen Aufgaben stellen. Das kann alle möglichen sein, einen wilden Roboter jagen, vor einem Drachen entkommen, der das ganze Schloss zerstört, einen eingesperrten Wissenschaftler finden, der gezwungen ist, dem Irren zu helfen und so weiter und so fort. Über Story nach Story nach Story mit ganz, ganz, ganz vielen Storykarten. Okay. So geht Castle von Logan. Sehr wann cool. Können wir das dann in der fertigen Version bekommen? Wir werden wahrscheinlich vor dem chinesischen Neujahr nicht mehr in den Druck gehen können. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich im April irgendwie raus und dann kommt es April, Mai hoffentlich dann hier so zu Lande zu erreichen. Man kann es noch vorbestellen, www.undergroundgames.de. Da ist unsere Webseite, da kann man schauen, wo man es findet und wie man es vorbestellt. Und wenn man das mag, dann lohnt es sich, das zu tun, denn das ist tatsächlich, glaube ich, ein ziemlich ambitioniertes Spiel. Allein aufgrund der Tiefe der Story und des doch eher ungewöhnlichen Kampfsystems, das aber zumindest mal was anderes ist als das übliche Gewürfel. Vielen Dank für die Chance, das mal anzuspielen. Ich habe das seit dem Kickstarter beäugt und war sehr interessiert. Und ich mochte das. Ich wollte gemeinsam Entscheidungen treffen und wir uns beinahe umgebracht hätten, indem wir durch nett so sein. Waren. Ja. Kinder, seid niemals nett zu einem Monarchen. Jetzt haben wir es gelernt. Ja. Nee. Immerhin haben wir was draus gelernt, ja. Ja. Monarchie, schlecht. Ist abzulehnen. Gut. Ja.